Hallo Freunde, heute ist der 29.04. Ich habe gestern das nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Bin dann am Abend einfach müde eingeschlafen und ja, nun hole ich das nach. Also wir haben jetzt 10 Uhr morgens, deswegen versuche ich über den gestrigen Tag kurz zu berichten. Also, wir haben eine weitere Eskalation in Transnistrien. Wir, nach unserer Information ist da allgemeine Militärbereitschaft ausgerufen. Also die moldawische Armee ist auch bei der höchsten Alarmstufe bereits seit 2 oder 3 Tagen. Dann haben wir über Odessa 2 oder 3 Raketen wurden abgeschossen, welche aus den Kriegsschiffen im Schwarzen Meer abgefeuert wurden und die sind jetzt zum Glück nirgendwo hier angekommen. Ich habe aber leider die Benachrichtigung erhalten, dass das in Kiew so ähnlich schlimm wurde wie in Odessa vor ein paar Tagen. Das bedeutet, da hat man auch ein Wohnhaus getroffen. Natürlich alles auf Video, was ich hier jetzt, also das Video, wo die Rakete eintrifft, kann ich jetzt nicht hier veröffentlichen, aber vielleicht ein paar andere kurze Videos kann ich dazu legen. Ja, in den Gebieten, wo die von Russland kontrolliert werden, wird ganz schnell das Bildungssystem umgeschmissen. Man will ein Referendum durchziehen, wo diese Bereiche, diese Gebiete sich für unabhängig erklären oder von der Ukraine getrennt und dann, wo sollten diese Gebiete dann Russland beitreten? That's the plan, angeblich mit dem Referendum und so, aber das heißt, man verdrängt auch die ganzen Lieferketten. Logisch, man zahlt mit Rubel und das geht jetzt schon bis vor Nikolaev. Wenn ihr die Karte anschaut, dann wisst ihr, dass es 300, 400 Kilometer von Odessa vielleicht insgesamt noch ist, also darüber hinaus. 200, vielleicht 250 Kilometer, um genauer zu sein. Und mal sehen. Meine Großmutter ändert ständig weiterhin die Meinung, wohin die Reise geht und ob die überhaupt geht. Ich sage lieber nichts. Ich sage nur, es bleibt spannend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten, meinem Fuß geht es besser. Ich kann jetzt wieder gehen, also werde ich heute versuchen, wenn es jetzt regnet es gerade, aber wenn es die Umstände erlauben, dann werde ich heute weiter aktiv sein. So, das ist ein kurzer Zwischenbericht von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Viele Grüße und werde jetzt ein paar Bilder und ein paar Videos hinzufügen. Die Natur ist weiterhin unglaublich schön und am Meer ist es auch schön. Bleib positiv. Ciao, ciao.